Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. Hey Leute, willkommen zu dieser Folge von GTA 5 Online. Die Folge wird vielleicht ein bisschen kürzer, denn wir können keine Heist machen, wir sind nur zu zweit und wir sind im Vorproduzieren Stress und deswegen, ja, weiß ich nicht, wird es vielleicht ein bisschen, ja, kürzer. Oh nein! Oh, was ist das denn? Hallo, ja, Flo. Was ist das denn? Ah! Was ist los? Hey, wie bekommt man die nochmal? Geh. Was? Tja. Ah! Was ist der Fall? Anak! Boom! 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 Oder hast du die schon gesehen? Oh fuck. Ah! Komm, wir Ey, hör auf! Geh weg! Ich bin der König der Welt! Ey, nicht wegkicken! Mit deinem Boost, geh weg! Ey, aua! Du lebst noch! Ja, dein Motorrad ist weg, jetzt musst du auch mit dem Fallschirm springen. Karamba! Wie löst man den? Mit Halt-Taste. Ui! Ui! Leute, das habe ich noch gar nicht erzählt, ne, man sieht's ja auch gar nicht. GTA hat jetzt Schnee. Wir sind jetzt hier. Echt? Ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist jetzt alles weiß. Wir sind hier in North Yankton. Ne? In was? North Yankton. Aus der Story, kennst du nicht mehr? Achso. Sieht aber cool aus, oder? Wir sind crazy Typen. Nee. Hallo. Ey! Ich weiß gar nicht, wo ich hinschießen muss, damit der kaputt geht. Hör auf! Fällst du um? Ja! Hör auf! Hab ich noch eine stärkere Waffe? Oh, eine Mini-EP. Hey, komm mal ein bisschen näher, warum bist du so weit weg? Weil ich cool bin. Ah, diese Landung, meine lieben Freunde. Pass auf! Ja, jetzt kommst du. Guck mal, Leute, was ich hier gefunden habe. Hör auf zu schießen! Ja, wo bist du? Du läufst gerade auf dem Eis, was passiert? Guck mal, was ich hier gefunden habe. Was denn? Ja, guck, siehst du die nicht? Guck. Hä? Nee, warte, ich mach First Person, warte. Wo hast du die gefunden, ha? Wo hast du die, als ob gefunden, die hast du eh gekauft. Nein, das ist dieser Schatz, den man suchen sollte. Echt jetzt? Ja. Was hast du gemacht? Das ist aus Red Dead Redemption 2. Das kommt ja von Rockstar bald raus. Dicker, kann ich da hinten drauf? Schon, ja. Warte. Was macht der? Baller die ab! Bum, 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 bum. Was? Boah, lol, die gehen ja voll schnell verreckt, Alter. Ja, das ist eine Klasse. Und mit diesem Fahrzeug können wir die Welt erobern. Mit dem können wir einfach alles bekommen. Hä, das ist aber echt voll cool. Bats. Fahr mal zu meinem Haus. Mit dem hier hinten? Ja. Ja, da sind wir jetzt direkt. Dann gebe ich dir einen Whisky. Nee, geil. Ein Bier kriegst du. Ach, ein Whisky hast du nicht, weil du so arm bist. Ja, eben. Ich bin der Aslak. Aslak. Aslak, Mike. Bats. Ja, nochmal schön gegenfahren. Läuft bei dir. Genau. Oh, jo. Können wir auch sterben? Nee, wir sind unsterblich. Hier links. Bats. Ich mach dich kaputt. Dum, 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 dum. Dum, dum, dum. Lass mal schnell noch den Heli hier. Bisschen da matschen. Ich ruf mal das dann noch. So, meine lieben Freunde, ich hab hier als Richer Boy noch ein zweites Haus einfach. Und, oh, du klingelst. Ding dong. Wo mach ich jetzt hier auf? Ist hier die Haustür? Ja, tatsächlich. Da weißt du immer, wo die Haustür ist. Ja, ich kenn mich aus. Ich zeig dir jetzt mal was. Ich hab sogar einen Weihnachtsbaum. Glaubst du sowas? Ja. Guck mal, hier. Ist der nicht wunderschön? Wenn du hier einen Weihnachtsbaum hast, dann habe ich wahrscheinlich in meinem Haus 5. Guck
Guck mal, das ist doch wunderbar. Guck mal, das sind ganze Geschenke. Die Kleinen, die gehören dir. Junge. Die Kleinen, die gehören dir. Ja. Und das andere, das ist alles. Voll die Lappenwohnung hier, ey. Ja, also du kannst dir hier so ein Bier oder ein Whisky oder so, kannst dir mal gönnen hier, Pisswasser. Erstmal trinke ich, ne, Vorrang. Der und Gast hat... Whisky. Ja, Whisky ist hinter dir, ich nimm Lübben Bier, ne, mein lieber Freund. Ich habe auch gar keine Schusswunden, nein. Whisky hilft. Whisky hilft dagegen, ja. Gluck, 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 gluck. Mmh, oh, lass lecker. Mal hier umziehen, Outfits, Alter. Mmh, lecker! Alter, ich renne jetzt heute so rum. Das wird mein Outfit. Was, wo? Das wird mein Outfit. Bist du hässlich. Siehst du? Ja. Ich sauf mich zu. Also, denkst du, es gibt ein Weihnachtsmann-Outfit? Weiß ich nicht. Also ich schätze, dass es auf jeden Fall, dass du einen Weihnachtsbaum aufsetzen kannst. Aufsetzen, Weihnachtsbaum. Ja, Weihnachtsbaum. Also so wie so ein Anzug vom Maskottchen oder so. Weihnachtsbaum. Das gibt's, das gab's früher schon. Das weiß ich sogar noch. Alter, bin ich bis auf jetzt kommen. Guck mal, man kann hier, siehst du das? Man kann hier die Klappe hoch und zu machen. Ja, ich will raus hier. Du bist falsch gelaufen. Papa hat mich verlassen. Papa hat mich verlassen, ja auch. Schnell weg. Ich bin so besoffen, Alter. Also das ist hier so mein kleines Häuschen für einen kleinen Money-Glitch. Wenn ihr den sehen möchtet, dann könnt ihr auf jeden Fall mal in die Kommentare schreiben. Es werden natürlich wieder ein paar neue Money-Glitches auch kommen. Probiere ich ein bisschen was aus. Aber hier habe ich auch mal was kurz ausprobiert. Funktioniert eigentlich ganz gut, aber bringt nicht so viel Geld. Da ist mein Auto, das habe ich mir geholt. Willst du mit einsteigen? Das hier? Hat einfach 0 Euro gekostet. Und dann habe ich jetzt einfach mein persönliches Fahrzeug. Nee, ich fahre jetzt mit meinem Auto ein bisschen rum. Ich fahre also in die Stadt, ne? Für 0 Euro, ja, ist kein Problem. Für 0 Euro einfach mein Auto zu haben, mein persönliches Auto, das finde ich nicht schlecht. Den habe ich mir einfach mal gegönnt. Der kann ja auch nichts. Ja, er muss ja nichts können, aber da kann ich halt einfach ab und zu mal mein persönliches Auto anfordern. Und er ist ein bisschen schneller als dieser Red Loader, mit dem ich die ganze Zeit Money gemacht habe. Den könnte ich mir auch immer wieder anfordern, aber da habe ich halt wenig von. Ne? Fahrzeug reparieren. Jetzt gucken wir mal, was wir hier alles machen können, dass wir unser Auto hier für wenig Geld ein bisschen aufpimpen. Ich bin Weihnachtsmann! Für wenig Geld ein bisschen aufpimpen. Okay, das sieht cool aus, machen wir. Okay. Zündungsbombe, brauchen wir das? Nein, das ist Schwachsinn. Okay. Für die Optik tun wir ein bisschen was und halt ein bisschen aufpimpen, aber nicht zu krass. Will ja hier nicht mein ganzes Geld verböllern. Bin da. Das ist geil hier. Das wäre geil, aber das kostet so viel. Baller, wer macht das drauf? Keine Ahnung. Scheinwerfer. Ja, komm, pack Trupp. Boah, was? So viel kostet das? So viel. Fürs Licht unten. Krass. Federung. Nee, das brauche ich nicht. Boah, Getriebe. What the fuck, ist das teuer? Turbo, alles klar. Das lassen wir mal. Reifen. Schusssichere Reifen kostet auch so viel. Ich habe halt keinen Money, ne? Aber da ist ja egal. Schwarzer Reifenqualm können wir machen. Wo waren das jetzt mit den schusssicheren Reifen hier? 25.000, das müssen wir machen. Dann Felgen. Ja moin, 70.000. Übertreib daneben. Hier, die sehen immer schlecht aus. Hier für 10.
Perfekt. Fenster. Bisschen verdunkeln. Aufrüsten könnte man ihn hier für 904.000, ja. Würde gehen, Flo, aber das ist ein bisschen heftig. Das machen wir auch noch mit drauf. Bremsen für 20.000 lassen wir mal. Okay, wir lassen jetzt einfach mal so. Dann können wir jetzt ein bisschen mit meinem krassen Auto rumfahren. Jetzt haben wir einfach ein bisschen ein besseres. Also heftig ist er jetzt nicht, aber... Ey Junge, jetzt fährt er mich ein. Ich hab was vergessen. Dann guck mal, Weihnachtsmann, hallo. Nein. Einfach ignoriert. Ich hab den Spoiler vergessen. Ohne Spoiler sieht's ja kacke aus. Wo haben wir denn hier? Hier, Spoiler. Siehst du mich? Nö. Hier nehmen wir den für 13.000. So, perfekt. So, jetzt sind... Oh, da ist er, der Weihnachtsmann. Jetzt sind wir Money losgeworden. Jetzt warte mal ganz kurz. Das Outfit sieht richtig dumm aus. Ja, ist einfach wie so ein Ganzkörperanzug. Junge, was soll das denn, Flo? Ich wollte fahren. Hier nochmal aus der Nähe. Was ist das denn? Ich muss mal meine Helmklappe da hoch machen. Mach mal hoch. Hier, Alter. Geh weg. Ich bin der Weihnachtsmann, hallo. Alter, wir sind krasse Weihnachtsmänner. Ja, was ist denn das? Du siehst einfach so komisch aus. Also ich sehe ja noch halbwegs normal aus, ne? Aber du siehst einfach richtig komisch aus. Ja, du, das ist mein Auto, was soll's? Was willst du von mir? Jetzt jag ich's in die Luft. Was willst du von mir, Mr. Weihnachtsmann? Okay, ich auch. Let's go. Welche Fahrspahn? Rechts, da wo du fährst. Fahrspahn. Bart, meiner hat sich einfach gar nichts geschadet. Und deiner auch nicht. Das war mal voll mir. Aber jetzt habe ich es, glaube ich, irgendwie. Hey, dann funktioniert es ja besser, aber das. Ah, meine Finger! Oh, nein! Meine Finger tun so weh, ich drück gerade irgendwie an die Ganze. Hör doch auf! Nein! Ja, jetzt! Komm, nein, nein. Drück doch, drück doch! Drück doch! Nein, 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 nein! Alter, das tut so weh! Es tut so weh! Komm mal doch! Hey! Ah, Alter, das tut so weh, ne? Ich kann nicht mehr. Alter, das kann doch nicht sein. Ich geb auf, ich hab aufgegeben. Ich drück gar nichts mehr, was machst du? Ich drück grad auch nicht mehr. Alter, hör auf. Geh doch weg. Nein, ich hab grad beenden gedrückt. Oh, lol. Alter, ich kann nicht mehr. Ich kann grad nicht mehr, oh mein Gott. Das Nein, ich hab beenden. Ja, ich gerade auch. Hä? Hey, lass mal kurz Pause machen. Drück's nicht abwechselnd, glaube ich. Ich hatte es jetzt, glaube ich, nicht abwechselnd gedrückt. Oh, das ist übelst anstrengend. Halt fortfahren, Alter. Ja, wollte ich gerade auch. Alter. Oh, war das anstrengend. What the fuck? Hey, du Sack. Du sackrade Mensch. Komm her. Ich krieg dich. Es geht mit Landrade nur. Batz! Ey, was soll denn das schon? Batz! Du alte Landrade! Was wir gerade machen, Alter, so dumm. Komm nochmal, nochmal, nochmal. Doch einfach runter und lass mich in Ruhe. Ich kick dich! Batz! Um. Wer wird eher sterben? Schreibt's in die Kommentare. Ha! Ease win! So, ich würde sagen, das war's von diesem Part. Lasst mir Drück da, haut rein. Bis zum nächsten Mal und hallo. Ciao, ciao. Tschüss. I don't really do this, but Bruce G be the dude to remove the bluff. Big chick wanna talk like she knew what's up. Every time I step in, they say who the what, the where, the how, blind, smear the ground. My chick 10-10, she can stare the sound from miles away. Hello, felt kinda, now good vibes, feel like a title.